Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Essen Motor Show, Tag 1, wie versprochen. Wir versuchen jeden Tag ein Video. Natürlich soll jedes Video irgendwie auf eine gewisse Art und Weise besonders sein. Deswegen wird das wieder eine nicht ganz so einfache Zeit. Ja, vor allem auch vom Ton her. Das ist der nächste Punkt. Warum sitzen wir gerade oben bei uns auf dem Container? Herr Krämer hat gerade nebenan sein Expo vorgestellt, 11 Uhr. Und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt hier in der Halle los ist. Voll. Und das am Preview Day schon. Deswegen müssen wir das Ganze leider von hier oben machen. Sonst schaffen wir das nämlich nicht mehr, bis heute Abend online zu bekommen. Weil wir versuchen immer an dem gleichen Tag das Video online zu stellen. Und ja, kurz dazu. Vollkommenen Respekt an JP, dass er die beiden Autos, den Super Golf und den Expo, in der Kürze der Zeit fertig bekommen hat. Ja, das war echt brutal. Wirklich zwei komplett unterschiedliche Autos. Es wird ja immer viel in der Szene drüber gesagt, Felgen, Fahrwerk, Folie und so weiter. In dem Fall stimmt es wirklich komplett gar nicht, weil Super Golf ist eigentlich mehr oder weniger kein Golf mehr. R32 Motor längs mit dem Audi Quattro Antriebsstrang. Nissan GT-R, Diff hinten und haufenweise Spielereien. Elektro-Turbolader und Expo mit dem RS4 Motor drin ist natürlich auch ein Brett. Ne? So, war natürlich hier und da an ein paar Ecken beteiligt, habe geholfen, freut mich auch sehr, dass ich helfen konnte, weil wir wollen ja zusammen dieses richtig alte Tuning wieder aufleben lassen. Das hatte ich ja in ein paar Videos jetzt schon gesagt und ja, deswegen extrem geile Nummer. Guckt euch die Autos an, direkt bei uns gegenüber. Geile Nummer. So, nun zum negativen Teil. Wir haben es nicht geschafft, den Lambo mit zur Messe zu bringen. Keine Chance. Ich hatte es euch ja leider versprochen. Viele von euch haben gleich geschrieben, nach der Zeit bringt kein halbfertiges Auto her. Ich war mir dann zwischenzeitlich auch nicht sicher, ob man das tun sollte. Am Ende ist es aber einfach daran gescheitert, dass wir es zeitlich gar nicht geschafft haben. Keine Chance. Es ist leider auch noch ein bisschen was schiefgegangen mit den Innenraumteilen. Da waren ein paar Carbon-Teile bei, die jetzt so lange bei mir im Lager lagen, dass das Carbon schon so ein bisschen wieder eingefallen war. Das heißt, die mussten wir nochmal neu schleifen, lackieren und so weiter. Und es war leider einfach nicht umzusetzen. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, nee, wir machen lieber alles andere geil und nehmen den Lambo nächstes Mal vielleicht mit. Trotzdem habe ich gedacht, ein bisschen Lambo müssen wir ja schon zeigen. Das heißt, ich habe meinen Reserveblock genommen, habe den für euch einmal zusammengesteckt, habe die Ansaugbrücke drauf montiert und das Getriebe drauf montiert, die Turbolader sind drauf, Einspritzgalerie ist drauf. Könnt ihr euch alle nochmal die 3D gedruckten Teile angucken. An der Stelle nochmal danke an Marcel, der die gedruckten Teile auf die Rail geschweißt hat. Diese Schweißnähte sind einfach immer wieder brutal. Also ist wirklich, wirklich heftig. Ja, dabei, beim Zusammenbau, ist uns dann wieder aufgefallen, dass die Ansaugbrücke, so wie sie da drauf ist, eigentlich gar nicht passt. Das hatten wir damals auch in einem Video thematisiert, ist halt leider ein Jahr lang her. Nach einem Jahr, ihr kennt das ja, holt man einen Teil aus der Versenkung und liegt einfach daran, in der Mitte sind zwei Wasseranschlüsse. Da meinte Marcel damals schon, er hat sich vielleicht vertan und die müssen übereinander sitzen. Er hat sie nebeneinander gemacht. Ja, jetzt musste ich leider an der Ansaugbrücke rumfächern, damit die drauf passt. Die liegt jetzt dort aneinander. Nimmt's mir nicht übel. Diese Endkappen werden natürlich nochmal rausgenommen und werden komplett ersetzt, dass die Anschlüsse ober- und unterhalb sind. Ja, sonst könnt ihr euch die TTE-Turbos angucken. Die sind da drauf. Provisorisch schon mal so ungefähr grob, in welcher Position die später sitzen. Sieht auf jeden Fall wirklich männlich aus. Kann man auf jeden Fall gucken. Ihr könnt euch alle auf jeden Fall nochmal angucken, wie knapp das mit dieser Rail war und warum wir am Ende wirklich diese Stückchen so gebaut haben. Und ja, das Getriebe sieht auch geil aus. In Summe ist es schon, eine coole Sache. Viele von euch, deswegen sage ich es vorab, werden hinkommen und werden sagen, was sind das für Krümmer? Weil die Krümmer wirklich annähernd perfekt aussehen. Das sind tatsächlich die Originalkrümmer. Ich habe diese wirklich nur abgetrennt, habe ein V-Band angeschweißt und habe das Ganze dann noch einmal Keramik beschichten lassen. Also guckt euch die Technik an. Mich persönlich reizt sowas sogar immer mehr als eingebaut zu sehen, weil man so endlich mal von außen auf den Motor gucken kann. Mein großer Traum war ja beim Lambo eigentlich auch, dass wir, bei der Limo, dass ich euch mal den kompletten ausgebauten Motor präsentieren kann. Ja, hat sich bisher nie ergeben. Ja, was haben wir sonst noch mit? Golf 2, Golf 3, Limo. Limo gerade beim Aufbereiter gewesen.
Sieht wieder aus, unglaublich. Uni-Schwarz, einfach geilste Farbe. Hat Kai wieder alles gegeben. Sieht brutal aus. Ist wirklich immer wieder heftig. Jedes Mal, wenn wir zu diesem Aufbereiter kommen und diese Autos sehen, denkt man immer wieder, wie krass das Ding glänzt. Ne? Ja, es ist. Aber auch gerade bei Schwarz ist es echt heftig. Ja, ne? Uni-Schwarz, dieser Tiefenglanz, das ist wirklich brutal. Du kannst dich da drinnen spiegeln. Ja. Ja, wir haben bis zum allerletzten Moment alles aufgebaut. Ihr habt ja im letzten Video ein bisschen was über die ersten Motorshow erfahren. Ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall noch technisch, die Tage. Wir müssen jetzt leider erstmal langsam reinkommen. Preview Day kommen natürlich etliche Leute vorbei, die sich kurz mit einem unterhalten wollen und so weiter. Wir haben neue Klamotten. Will ich jetzt allerdings nicht zu sehr darauf eingehen, weil ich finde, wir machen halt einen Tuning-Channel und heutzutage gehört aber Merchandise einfach zum Tuning dazu. Ist auch wirklich mega geil, dass ihr alle das Zeug so gerne tragt, für mich Werbung macht und so weiter. Und deswegen wollte ich euch das nur mal kurz mit ein paar Worten vorstellen. Wir versuchen immer wirklich neue Sachen zu machen. Wir wollen nicht aussehen wie jeder andere. Die Sachen sind immer sehr schlicht und sehr sportlich. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Farblich meistens immer weiß, schwarz, orange. Jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen und haben mal ein bisschen Grau und ein bisschen Camouflage eingearbeitet. Was ich persönlich extrem geil finde, nur um euch ein paar Highlights vorzustellen. Wir haben einen Trainingsanzug gemacht. Der ist auf 200 Stück limitiert. Ist wirklich Ober- und Unterteil passend zueinander. Mit einem Streifen an der Seite, schön mit Alus eingewebt. Sehr geil. Dann haben wir den letzten Hoodie, der damals das S auf der Bauchtasche hat, haben wir neu gemacht mit einem S auf der Brust in Camouflage. Und dazu eine Kapuze, die von innen ein Camouflage-Meshgewebe hat. Auch extrem geil. Dann haben wir diese Jacke gemacht. Ich persönlich bin immer jemand, der sich gerne immer eine Jacke überschmeißt. Und ohne Kapuze, ohne alles, ist das halt einfach eine Sweatshirt-Jacke, die man sich immer einfach überschmeißen kann. Und das ist auch unser neuer Farbton. Wir haben jetzt eine Kollektion gemacht mit einem Grauton. Geht ein bisschen ins Bräunliche. Und da haben wir passend natürlich auch noch ein T-Shirt zu, auch mit den zwei Streifen. Dann haben wir passend zu ein T-Shirt mit Camouflage. Ich würde euch jetzt gerne die Rückseite zeigen, weil die Rückseite ist mit Farbverlauf. Sehr geil. Das gibt es auch noch in Grün Camo. Und jetzt kommt's. Viele Frauen gibt es ja schon, die sich immer beschweren, dass ihre Männer nur noch die ganzen Alus-Klamotten tragen. Jetzt wird es doch krasser, weil wir haben tatsächlich Boxershorts gemacht. Es gibt Dreierpacks Boxershorts, weiß, grau, schwarz, schönes orangenes Bündchen mit Alus drauf. Das ganze Zeug gibt es aktuell nur exklusiv hier, solange der Vorrat reicht. Trainingsanzug, wie gesagt, limitiert auf 200 Stück. Sobald er weg ist, ist er weg. Wird auch nicht wieder nachbestellt, also es gibt wirklich nur diese 200 Stück. Mal gucken, ich denke mal, wir haben den morgen alle mal an hier. Wird auf jeden Fall geil, ja. Das heißt, das nächste Video kriegt ihr mal im Trainingsanzug. Und ja, zwei, drei Caps haben wir natürlich auch noch dazu. Die Messe läuft übrigens Bombe an, ist wirklich voll, so wie Vivian und Ralf gestern schon gesagt haben. Viele Aussteller da. Gefühlt ist die Halle noch hochwertiger geworden. Und ja, ich freue mich jetzt auf ein paar Messetage. Ihr habt erstmal einen kleinen Zwischenstand. Und morgen geht es direkt weiter mit ein bisschen Technik.